und herzlich willkommen zurück zu Jacked Aliens 3. Ja, heute bin ich mal nicht alleine, denn bei mir ist der... Weiß ich nicht, wie ich heiße. Episode 1 LP. Oder sagen wir einfach kurz, der ziemlich verwirrte Epi. Epi, genau. Epi kennt das Spiel nur in 5 Minuten, die er das im Solo gespielt hat bis jetzt. Dann hat der Epi mich angelogen, weil der hat nämlich gesagt, er hat von mir eine Folge angeguckt. So viel dann da. Ja, doch, das habe ich auch. Ja, das habe ich geguckt, aber da ist ja nicht mehr drin. So weit bin ich auch gekommen in den 5 Minuten. Hallo, das sind 2 Folgen, die schon online sind. Ja, die habe ich noch nicht, die zweite habe ich noch nicht gekommen. Das muss ich gestehen. Boah. Also wer dem Epi jetzt einmal einen Daumen runter schicken möchte... Oder schickt ihm einfach einen Daumen nach oben in den Kommentaren, so nach dem Motto, Epi Folge 2 gucken oder sowas. Aber mal Spaß beiseite. Wir versuchen uns heute zu verbinden, ich hoffe, dass das funktioniert, mit dem Mehrspielermodus. Und zwar, damit ihr das auch mal seht, ich bin hier ja eigentlich nur auf Mehrspieler gegangen und hier auf nur Freunde. Ich hatte jetzt gedacht, mit Code beitreten könnte man dann nur jemanden Speziellen einladen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich klicke jetzt einfach mal auf H fürs Hosten. So, ich möchte das natürlich privat machen. Wie, Gameplayerin nicht bereit? Hallo? Ach so, einladen. Ich habe was gehört, es hat gedingelt. Theoretisch habe ich dich jetzt eingeladen. Okay. Ich kann aber nicht das Spiel starten. Warum nicht? Ach so, ich muss auf das... Ah, okay. Jetzt bist du auch bereit. Jetzt startet da was. Ich finde diesen Text so toll. Den habe ich aber schon mal vorgelesen, als wir ins Spiel reingingen. Hä? Kannst du den? Den habe ich nicht. Ich habe nur Koop-Lobby. Startet Spiel steht bei mir. Wir ballern alles gut. This is Emma LaFontaine. Thank you for agreeing to help me find my father. I don't have much time to talk. I've been told it's no longer safe for me here, so I'm preparing to leave. I can't believe a city that only a few months ago was filled with joy and hope is now a place of fear and suspicion. But perhaps that tells you just how important my father is to this country. You see, Alphonse Lafontaine is much more than just the president. He is the symbol of my people's faith in a brighter future for Grand Chien. Since his abduction, that faith has been shaken. Things like law and justice are fragile concepts here, and the political enemies my father made are already calling for emergency powers to be invoked. I don't know if they are behind the kidnapping, but I am sure they are planning to take advantage of it. So, ich bin auf AIM. Okay, ich auch, nachdem ich einen Gehörschaden gekriegt habe, weil das wieder so laut war auf einmal. Ich kann sowieso nichts hören, weil hier am Sturm ist, am Regnen und am Sturm. Ich hoffe, das hört man auf der Aufnahme nicht so. Und ich hoffe, dass ich meine eigenen Leute für mich jetzt hier kaufen kann. So, Barry. Barry ist mein absoluter Liebling, weil das ist nämlich Sprengstoffexperte. Den This is Barry Unger. This is about job? Work... Habe ich dir den jetzt geklaut oder haben wir beide die eigenen? Nee, du hast den gekauft für das Team. Du musst, also entweder kaufst du oder ich kann auch kaufen. Weiß ich nicht. Aber bei dir, wie ist das mit dem Geld? Ist bei dir jetzt auch was runtergegangen? Also ist das Teamgeld sozusagen? Ja. Bornell here. What do you want? Ja, natürlich nimmt der sich den Kerl aus der USA. Excellent. I've been looking for some fun. Ja, der andere sieht aus wie, wie heißt der hier? Ash. Ja, aber den Witz habe ich ja auch schon mal gebracht, ne? So von wegen USA sind ja prädestiniert dafür. Warte mal, wir müssen aber noch, Maus hat bei mir immer abgekackt, aber da war eine, die war... Ah nee, wir brauchen den Russen noch, der ist der hat ein Scharfschützengewehr, glaube ich. Ja, Moment, hier, das ist der Arzt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Arzt im Team. Is this a prank call? Und Livewire für Mechaniker. Würde ich auch mitnehmen. Die Livewire. Mit der habe ich noch nie. Die sah mir mal zu nerdig aus. Aber warte mal. Ja, aber die ist Mechanikerin. Wir brauchen, oder wir nehmen die Slow... nee, warte mal. Die andere hat aber, glaube ich, eine bessere Trefferquote. Ja, die hat, die hat ein gutes Gewehr dabei. Die hier? Nee. Die Kalina. Die Kalina. Ja, weil die ist eigentlich...
Und die ist auch ja, aber sie ist, warte mal, Geschicklichkeit 80, Weisheit hat sie sogar. Nicht so eine gute Gesundheit, da wäre die jetzt, ah hier, Treffsicherheit 80, genau, deswegen hatte ich die auch mitgenommen letztes Mal. Hello, Talking Computer. Ja, die ist I am gut. Kalene. Bye, bye, Talking Wir haben jetzt vier, ich weiß nicht, mehr geht noch gar nicht, oder? Ja, aber können wir beide dann über die vier nur? Das wäre dann ein bisschen wenig. Ja, ich denke mal, mehr gehen nicht. Ja doch, du kannst eine ganze Truppe mitnehmen. Hier den Steroiden. Ja, aber den finde ich irgendwie shit. Also ich weiß der hat aber eine Treffsicherheit von 89 und eine Gesundheit ja, von 100. Dann nehmen wir, dann nicht vergessen. This is Bobby Gontarski. Dann nehmen wir den Steroiden auch mit. I thank you for... Wie ach so, du kontrollierst die dann. Ach so. Ja, dann hol dir nochmal einen. Ja, ich hol mir noch einen. Ich hol mir... Den Maus als Allrounder? Weiß ich nicht. Also die kackt bei mir immer ab, aber vielleicht ist sie bei dir besser. Aber, oder die den Arzt. Nee, den hast du wohl, einen Arzt schon, ne, oder? Nee. Den Arzt hab ich, aber theoretisch könntest du ja auch noch einen Arzt ins Team nehmen. Nee, dann nehme ich lieber Juri Omrün. Das ist nochmal, achso, den Typ, nee, der ist doch auch Arzt, oder nicht? Nee, der ist ein Präzisionsschütze. Achso, der war das, ja, 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 ja. Igor dann war, glaube ich, der mit dem Messer, ne? Oder? Ja, ich nehme den noch. Gut. We speed on it. Oder können wir jetzt jeder vier nehmen? Das weiß ich jetzt nicht. Stehen bei dir 16.000 drin? Bei mir 16.000 haben wir noch, ja. Gut, theoretisch. Ich würde sagen, verballern wir alles für den einen Einsatz. Ja, dann nehme ich die Fox noch mit. Ja, dann nehme ich den Igor. Fox here. If any team that includes my grizzly... Komm, ist doch auch ein Russe, ne? This is Igor. Igor ist gut für meine Gruppe. So, Warte mal. Ich glaube, Igor konntest du nicht nehmen, weil wir kein... Ne? Was? Wieso hat er den... Bei mir hat er nur 7 drin. Mach den nochmal. Igor... Ach so, Angebot geändert. Oh. Oh, der ist... Hä? You will not regret. Igor is great mercenary. Ja, komm, jetzt trink mal ein. Alles gut. Alles gut. Er hat sogar eine Versicherung. Jetzt haben wir aber genug, glaube ich, oder? Ich hoffe. Theoretisch könnten wir auch... Nee, theoretisch könnten wir nicht alle nehmen. Es reicht. Also, wir werden wahrscheinlich sowieso pleite werden nach dem ersten einen Satz, weil ich habe schon festgestellt, wenn du zwei Sachen machst, danach sind die Leute auf einmal weg. Also, da musst du die Verträge verlängern. Also, wir machen jetzt einfach mal nur so eine Runde, würde ich sagen. Ja, yeah, da steht ja auch, dass die dann irgendwie zeitlich nur 7 Tage sind oder so. Lass sie... Was? Lass die Zeit weiterlaufen, warte auf die Ankunft. Das gilt jetzt nur für mich oder auch für dich? Nein, für mich auch. Okay. Das heißt, die kommen zusammen, Mann. Das ist schon mal gut. Du hast 8 Söldner. Stimmt doch gar nicht. Ich hab doch nur 4. Hä? Kämpfen oder was? Ne, wir haben nur 6. Ja, wir müssen kämpfen. Aber was ist mit den anderen beiden jetzt? Ja, die können wir nicht mitnehmen. Wir können wahrscheinlich nur 6 mitnehmen. Ja, warum kann ich dann nicht sagen, okay, ich nehme den und den und nicht den und den? Was ist das für ein Scheiß hier? Das geht nicht, ne? Keine Ahnung. Und ich sehe nicht, was ist irgendwie, weil Grizzly hattest du mitgenommen. Den Steroiden, den hattest du... Ach so, nee, dann hattest du den mitgenommen und ich hatte den... Ja, ja, okay. Also ich habe Grizzly und den Steroiden, aber die anderen beiden... Und Omrin habe ich auch, glaube ich. Und wo du hast Barry und MD. Verstärkung? Egal, ich geh jetzt mal rein. Sehr. Wir werden so sterben. Du, ich werde dann schon überleben. Ja, ja, du gehst dann in Ruckzug, wenn ich dann komplett tot bin. Genau. Achso, starten, ja. Stopp. Hallo? Du? Wenn ich die jetzt MD alle present. Auswähle. Ja, dann wählt er nur meine aus. Du kannst sie alle direkt markieren, ne? Boah, der Steroid-Typ, der läuft auch, als wenn er auf Steroid ist. As you wish. Wie habe ich den immer genannt? Ich weiß es nicht mehr. Der Arzt, glaube ich, war das, der sagt dir, wenn in der Nähe irgendwo was ist. We're moving. Muss mal gucken. Ne, hier geht's zu Ende. Da müssen wir die normale Route nehmen. Da müssen wir nach rechts. Aber such dir mal, ich geh mal ein Stück nach oben, such dir mal deine Leute zusammen, dass du die mal alle zusammen einmal umrandest. Ich seh doch hier alle. Ja, jetzt hast du alle. With certainty.
Das Einzige, was ich blöd finde, wenn ihr die Maus zum Zoom geschickt habt, da bin ich ja nicht. We have enemies. Also, ach so, kannst du auch. Okay. Nee, okay. Sure, we'll get there. Weil, ich muss ja jetzt dazu sagen, der Epi ist ja jetzt der Neuling, ne? Es ist endlich mal ein Spiel, was ich als erstes spielen durfte. Vielen Dank nochmal dafür. Das habe ich zwar schon im ersten Teil gesagt, aber vielen Dank dafür. Und jetzt kann ich den Epi abzocken mit meiner Erfahrung. Du läufst gerade den Gegner rein. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich glaube, ich komme zur Verstärkung, aber ich bin mir nicht sicher. ich durfte nichts mehr machen. Ja, Michael hier. Also, ich bin jetzt dran. Okay, Moment. Das sind 3 oder 4 Leute, glaube ich, die hier sind. Also, wenn das gleich ist. Ich gehe mal davon aus. Michael, der... Hallo, ich denke, ich bin dran. Nein. Das war der mit der Treffsicherheit. Dich setze ich mal hier hin. Moving toward destination. Pass auf. Unten in der Leiste. Omni is so big and strong. Kannst du mal zuhören, bevor du schießt? Siehst du links so ein Körper? Da steht Z bis X. Ich habe mir übrigens sagen lassen, das ist wohl die englische Tastatur. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Da kannst du zum Beispiel in die Mitte klicken, Haltung Hocke. Wenn du da drauf, also den Mauszeiger drauf machst, da steht dann verringerte Bewegungsreichweite, schwerer zu treffen mit Fernangriffen und etwas Schutz gegen Explosivschaden. Deswegen, ich gehe meistens in die Hocke. Dann kannst du... Ah, jetzt ist er für mich unerreichbar. Hier von... Ah ja, ja, jetzt habe ich zu wenig EP. War ja wieder klar, dann lege ich mich jetzt erstmal hin. Yes? Wer bist du jetzt nochmal? Moment, ich muss jetzt erstmal hier wieder durchblicken. Du hast eine hohe Treffsicherheit, okay. Sie ist aber nicht... Der Mediziner war der Kerl, ne? Da hinten sind 2, die funktioniert haben, ne? Naja... Wie zu wenig AP. Ich war im blauen Bereich. Ready to, do stuff. Also ich kann hier mit meinen nichts mehr machen. Stat. Ja, ich setze die jetzt auch erstmal... Wie hast du den jetzt hingelegt? Indem ich ganz unten drauf geklickt habe, bei diesen 3 Dingern. Festnageln? Schieße zu Beginn des nächsten Zuges auf das Ziel, um 36 Schaden zuzufügen, wenn sich das Ziel noch immer in der Sichtlinie befindet. Aha. Moment. I have the villain in my sights. Ja, die Catalina, die hat doch ein Scharfschützengewehr. Die hat doch ein richtiges gutes Gewehr, meine ich schon. Oder so. The villain is helpless before me. So, warte. Ich komm. Du kannst übrigens die mittlere Maustaste gedrückt halten, dann kannst du die, Hello. Die Ansicht ein bisschen ändern. Das kann ich auch so mit Q und E. Wenn ich jetzt Q abdrücke, was passiert dann? Das habe ich mich noch nicht. Oder muss ich bereit drücken? Nee, du musst doch den auswählen, okay. Den du beschießen willst. Kann ich nicht, habe ich zu wenig AP für. Ja, da musst du mir den Zug erstmal beenden, oder nicht? Ja, ich bin bereit, habe ich geklärt. Also, okay. Kill them for our fallen. Der eine versteckt sich, der andere schießt jetzt wahrscheinlich auf dich. Achso, den habe ich nicht runtergesetzt. Ja, sie ist gut, ja, sie ist gut. Aber die eine hat einen Kopfschuss verpasst, die... Ja, das war meine, hallo? Ja, ich weiß. Darf ich mal jubeln? Ich war bisher noch nie so gut, dass der erste direkt so schnell ausgeschaltet ist. Wo ist der andere denn jetzt? Ist der bei dir? Der ist dahinter ein Stein. Ja, einer ist rechts, aber wo ist der... Warte mal, hier sehe ich noch einen Totenkopf. Aber wo? Hä? Ich falle den jetzt im Rücken. Wenn du im blauen Bereich bist, ist es normalerweise so, dass du noch genug AP hast, um was anderes zu machen. Ich sehe aber nur diesen da, der sich da hinterm Stein versteckt. Siehst du noch einen anderen? Da muss doch einer sein. Nein, es ist keiner mehr da. Was ist das denn? Hohlladung? Wie weit geht die? Nein, oh. Ich kann den nicht anvisieren. Jetzt. Es war ein bisschen zu weit. Wow! Oh, der Kampf ist zu Ende? Ja. Das waren noch 3? Ja, den einen hatte ich doch oben schon erschossen. Ach, war der schon tot? Ach so. Ja. Aber dein einer ist ziemlich verletzt, der MG. Der hat ganz schön... Du kannst hier, wenn du die lootest, dann auch immer Sachen mitnehmen.
Ja, aber kann ich die auch noch looten? Ich glaube, du kannst die nur looten, ne? Ja, ich habe jetzt den unten gelootet. Ich probier mal den oberen. Achso, den kannst du, glaube ich. Den habe ich weggefetzt. Den, ich glaub, den hast du ja weggeexplodiert, den kann man nicht looten. Oh, aber ich bin heute zu böse. Warte mal. Was denn? Wollen wir eben gucken, hier hinten war noch irgendwas zum Heilen, meine ich. Oder? Ja. Yes. Nein, ist nicht. Nee, ich muss mal eben gucken. Doch, hier. Ja, ja, hier unten in der Ecke, genau. Das kannst du jetzt nur mitnehmen. Ja. Ich meine, da kam noch mal irgendwo was zum Heilen. Aber ich will ja nicht sagen, bis auf meinen Mediziner hat keiner einen Schuss abbekommen. Also, ja, wer sich die Folgen davor angeguckt hat, wo ich alleine gespielt habe, merkt, wie scheiße ich gespielt habe. Aber ich habe auch noch gar keine Erfahrung gehabt. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Und ich versuche jetzt meine 3 Stunden Erfahrung oder so, abzüglich der knapp eine Stunde, die ich aufgenommen habe, was scheiße gelaufen ist und die ihr niemals sehen werdet. Yes. Versucht die 3 Stunden, die sie schlecht gespielt hat. Hier ist noch einer zum Plündern, hier oben. Überspringen. Da, wo die Autospuren sind. Ja, stimmt. Ja, rechts ist auch noch mal einer. Mit Munition gab. Bin ich da jetzt, kann ich den jetzt nicht mehr plündern, weil du den linken geplündert hast, hä? Okay. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Warte mal, das muss ich an meinen Mediziner geben. Kann ich den hier auswählen? Aber das finde ich doof, dass nur du alles plünderst. Oder wenn das alles und dann. Nee, ich habe ja gesagt, oh, pass auf, hier unten. Mit dem wollte ich reden hier. Mit Bastian. Nee. Ja, ich bin mir nicht sicher. Oh, don't shoot. I'm just a bystander here. Der hat Angst. An innocent civilian. I heard some shots fired up the hill. I came to take a look and I saw the Legion getting their asses kicked. Makes sense to me. Better to watch a fight than be in one. But I'm not with them. I was just doing a bit of scavenging on the beach. Yeah, that's how I provide for my family. Mm-hmm. That gun just for shooting squirrels then? Mm-hmm. Oh, you mean this gun here? It's just... It's just for protection, boss. These are dangerous times on the island. Du musst jetzt alles anklicken. Well, that's the Patriotic Legion of Grand Chien. Quite a gang they are. I think some of them were trying to snatch that Emma girl, the president's daughter. But I guess that didn't work out. No. This is not true. Don't shoot me, boss. I mean, maybe I had some dealings with the Legion in the past, but who doesn't? It's a small island. Look, just let me go to my family and I will give you diamonds from my secret stash. I swear. Weisheit, gib uns die Diamonds. Das glauben die wirklich. Gib uns die Diamonds. Bien sûr. Wir brauchen please, Geld. Take these. Was? I just found them on the beach, I swear. All yours now. I can go. And you won't shoot me in the back. I only shoot people for money. And for food. Aber les vor, was du anklickst. Ich hab... Hilfe, mein Ja, Bild ich hab den jetzt laufen lassen und hab Diamanten uns organisiert. Ja, aber du hast ja keine einzige Frage gestellt und nichts. Doch, ich hab doch gefragt... ich hab ganz viel gefragt. That's useful, Leute, right? Es wäre gut, wenn ihr mitkommen würdet, wenn ich hier was anklicke. Jetzt stell dich nicht dahin, sonst kann ich hier nicht mehr alle auswählen. So. How can I assist? With certainty. Ja, jetzt habe ich wieder nicht alle auswählen. Helena hier. Was ist das denn? Hallo. Jetzt kannst du es nicht. Sure. Hier ist noch eine Leiche. Willst du jetzt? Hier hinten. Hier kannst du noch was plündern. Ja, du auch. Hier hinten ist eine Leiche. Ich bin. Hat Munition 7, warte mal eben. Hast du nicht 7,62 mm bei der... Du kannst, wenn du nach ganz nach unten scrollst, kannst du die fürs ganze Team reintun. Okay. Also für dein Team, denke ich mal. Ich denke mal nicht für mein Team. Let's go for a walk. Dein Team ist für alle da. Dein Team ist für alle da. We have agreement. Ich überhole dich jetzt. Versuch das nur. Ich habe doch eine Frau dabei, die ist viel schneller.
Hier hinten bin ich noch nie rumgelaufen. Oh, Moment, aber da können wir was plündern. Sure. Ich würde sagen, we'll da gehen there. Wir mal eben hin. Aber da müssen wir, glaube ich, erst später hin. Du musst das doch weiß ich nicht. Ich war hier noch nicht. Ja, du musst doch den Kontrakt erfüllen. Lest doch mal. Wir müssen erst. Ja, aber wenn ich Munition und Teile habe, ist das doch viel besser. Ja, aber ich sag nichts. Ne? Wurfgeschosse. Nee. Leuchtfackeln. Können wir die für alle machen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, kann ich wieder nur... Okay. Schmeißen wir das mal bei ihm in den Rucksack rein. So, Barry, komm runter. Hier ist eine rote Linie. As you wish. Stadt interessiert das nicht, mich schon. Ich komme da nämlich nicht weiter. Das heißt, ich muss dann die andere Richtung gehen. Moment, kann ich hier jetzt doch nochmal finden? We move with certainty. Ach nein, wir müssen erstmal mit denen sprechen, genau. Are you Miss Lafontaine's mess? Go on inside. They're expecting you. Ich erkenne dich auch was an our quest, perhaps? I wanted to warn you, but you were already en route. Legion forces have landed on Ernie. They even tried to attack us here at the villa. I can't imagine what they want with this tiny island. It is neither Ernie Island nor my villa they want. It is you. Perhaps they think capturing you would make your father more cooperative. Then I'm sorry I came. I didn't mean to put anyone else in jeopardy. I know how you feel. That's why I prefer bandages over bullets. Have faith. Barry is here. Barry. Barry. Mit denen werden wir fertig. Dann I am so doch. Grateful to hear you say that. Grand Chien's own government can't do a thing to help. I am reassured by your confidence. Here. Please take this as a gesture of my appreciation. Danke. Thank you so much! This is the nicest gift I have ever received for shooting at someone. You're quite welcome. Now, as to beginning your search, I suppose questioning the Legion soldiers on Ernie about my father would be a good way for you to start. This is Corazon Santiago. She's the director of operations in Grand Chien for the Adonis Corporation. Her people encountered the Legion face to face. She will manage additional funding while you are in the field. Additional funds are good. Snacks are also good. Oh, how nice! This is like having two fairy godmothers! Hello. It is good to meet you. As Emma said, I will provide you with a cut of the proceeds from the Adonis diamond mines to help fund your mission as you liberate each one from Legion control. But first things first. The Legion has overrun the island. Capturing the town and the old fortress. Liberating the town is essential to securing transport to the mainland. But securing the whole island will ensure you have a good base of operations. Additionally, the locals may be appreciative and give useful intel. Ja, was gibt es noch über die Legionen zu wissen? Led by a man calling himself the Major. It is the largest paramilitary group in the region. They seized all our diamond mines before my security teams could respond. They are brutal bullies, but not smart or well-trained. They should be no match for professional soldiers. Beating up dumb bullies happens to be my favorite type of mission. This will be fun! Our training is of exceeding professional. We will be victorious. Wer ist der Major? Perhaps the biggest warlord in Grand Chien. Not much is known about him, except that he runs the Legion like a cult of personality. He is both worshipped and feared. It's likely you'll have to deal with him directly in order to rescue my father. Ja, und dann zum Schluss erzähl uns mehr über Ernie Island. Wobei ich das immer noch mit der Muppet-Show irgendwie verbinde. Ja, Ernie's Island. This island is isolated and defensible. And will serve as a good launch point for missions into the Ajani River Valley. The people here are docile but resourceful. Help them, and they'll help you. I like this. It is the Christian thing to do. Some may prove more helpful than others, I'm sure. But you should talk with as many of them as you can. They may have information that could be of use to you. Please excuse me. I must take this. Yes.
No! Just tell them to wait! Just tell them to wait, goddammit! My apologies. Where were we? What was that about? It was... well, it was nothing that concerns your mission. It was simply certain logistical issues that require my attention from time to time. Again, I apologize. Do you have any further questions for us? Ja, wo ist der Safe und wo kriegen wir Geld her? Good luck. Corazon and I will be keeping in touch via radio. We should probably check this out, right? Wir nehmen jetzt erstmal den Laden auseinander. Ja, aber ich glaube, hier hat sie auch immer noch nichts, wo wir jetzt was einsammeln können. Also. Hast du den Hack gemacht hier von dem... hast du es gemacht? Ja, von diesen Dingen hier, von dem Plastikstuhl. Wobei uns das natürlich nichts bringt in dem Sinne. Hä? Welchen normaler Computer da oder nicht? Können wir... Ich meine, ich habe untersuchen mit Barry, ich habe hier diesen Stuhl untersucht. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall was anderes kann ich sonst nicht mehr machen. So, du kannst mit Hilfe der Satellitenansicht an einen anderen Ort reisen. Hier können wir ja nichts mehr machen. Oder willst du da hinten noch irgendwas? Ja, ich guck mal gerade. Kann nicht geöffnet werden. Leider nicht. Da fehlt uns ein Schlüssel oder irgendwas. Durchschneiden. Warte mal, ich komm mal eben rüber. Ich helfe dir. Hast du was zum Durchschneiden? Ja. Lololol. ich kann auch hier mal kurz zerschneiden, damit wir besser reinkommen. Hier ist eine Kiste und eine Handgranate. Ich will hier mal in allen rein. Ich konnte aber eben auch nichts anklicken hier. Warte mal, Truppenvorräte, Handgranate? Sure. Ja, kann ich nicht reintun beim Truppen. Warum nicht? Ich glaube, das liegt daran, dass das für Sprengstoffexperten ist oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab's mal bei Omnion oder wie heißt das? Bei Omnion. Der konnte es benutzen. Also der konnte es nehmen. Okay, dann gehe ich wieder hier raus. We're moving? Also ich hab dann... We're moving. Nein, ich hab dann überhaupt nichts. Nein, du hast das nicht kaputt gemacht. Nice. MD present. Ja, mit ihm kann ich mich wieder nicht ready verbinden. To, Du kannst aber auch nirgendwo mal hin, das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal eben auf Kommando. Warte mal, ich kann den Söldner verbinden, wie kann man den verbinden? Muss das nicht die Sanitäterin? Ich habe keine Sanitäterin. Mich selber. Kann man einen verbinden? Ich habe den gehackt. Ich habe den gehackt, ich kann mich jetzt verbinden, das ist gut. Aber du brauchst nicht zu verbinden, die sind doch voll. Nein, deinen, einen beliebigen stand da wahrscheinlich, kann ich aber deine gar nicht verbinden. Der macht das nur einem... Achso, der macht... Der verbindet sich doch jetzt gar nicht mehr, er steht jetzt nur noch da. Aber ich kann jetzt auch nicht nochmal verbinden. Vielleicht habe ich nur für einmal... Kannst du mich nochmal verbinden? Vielleicht habe ich nur für einmal... Ja, wie hast du das denn gemacht, wenn du mir das mal kurz erklärst? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe unten links auf Kommando... gedrückt eben und dann kannst du theoretisch N drücken oder hier draufklicken. M oder was? N. N. Du hast jetzt Satellitenansicht gestartet. Ja. Weil ich verstanden habe, dass du M meintest. Nee, das ist die Karte. Kommando, bei mir gibt es kein N. N wie Ernie. Es gibt hier nur... sowas gibt es bei mir nicht. Wenn ich unten auf Kommando gehe, gibt es das nicht. Du sollst auch nicht... Ich habe gesagt, du gehst mit der Maus auf Kommando und dann gehst du nach rechts und da steht N. Verbinden. K, nee, N. Ach du Scheiße. Nein, das ist doch der... Ich habe kein N. Dann lass uns einfach weitermachen. Nein, warte doch mal eben. Es sollte doch schon... Messer werfen? MD present. Oder muss ich da einen speziellen bei mir erst auswählen? Vielleicht. Sure. Aber die können das, glaube ich, alle nicht. Das sind ja eigentlich alles nur Kämpfer. Weil bei mir, ach so, deine Ärztin ist, glaube ich, jetzt... Die ist ja nicht dabei. Mitgekommen, ne? Ja, nee. Dann kannst du das eh nicht machen. Ja, super. Dann würde ich sagen... Warum schleichen die? Sie sollen nicht schleichen. Dass wir mal zum nächsten gehen.
So, ist jetzt die Frage. Sterben wir jetzt, wenn wir zum Felsenpython gehen? Oder sollen wir auf also I3? Eigentlich müssen wir ja das Dorf irgendwie... Wir müssen ja, glaube ich, erobere das Dorf Annie zurück. Das ist irgendwie komisch. Ich denke immer noch an die Muppet Show. Oder Sesamstraße vielmehr. Moment, H2 ist das. Das ist hier oben. Da wären dann 6 Gegner. Die Killerbienen. Ach du Scheiße. Da werden wir gestochen, oder wie? Unten sind aber auch 6 Gegner, muss ich dazu sagen. Ja, ich weiß ja nicht, 6. ob die jetzt schwieriger sind oben. Keine Ahnung. Die habe ich noch nicht gemacht. Also wir können mal direkt hin. Ja, lass uns mal hin. Das ist doch jetzt richtig, eine H2. H2O. So. Wie war das? Rechtsklicken? Nee. We will do. So. Was machst Gott. Du da? Oh Gott, wir gehen aber erst zu den unten. Ich habe oben drauf geklickt. Ja, anscheinend musst unten. Du die doch machen vorher. Anscheinend kannst du da nicht direkt... Ich dachte, der geht vielleicht nach oben und nach rechts, aber offenbar nicht. Ja, wir machen die jetzt alle. Ich kann jetzt aber nicht auf Kämpfen klicken. Der ist hier gerade irgendwie rumgesprungen. Ich habe schon auf Kämpfen gedrückt. Wieso kannst du auf Kämpfen klicken, wenn ich vorher auf Satellit gedrückt habe? Was ist das für ein Scheiß hier? Weil der Chef dann war. Du warst so... Kannst du mal auf Bereit gezögert. Klicken, sonst kommen wir hier nicht rein. Ja, auf Starten. Nein, ich muss auf Starten. Was ist denn das hier? So, jetzt habe ich die wieder nicht mehr alle markiert. Ja, ich brauche Kräuter. Ich habe hier den Dings dabei. Sure. Warte mal. We'll get there. Da hinten ist ein Dorfbewohner. Mit dem kannst du erstmal reden. Warte mal. Hier oben sind so komische Totems. Das ist irgendwie gefährlich. We have agreement. Das sind keine... Ach so, die roten meinst du? Hier gibt's bestimmt Kannibalen. Jetzt, wo du es sagst, sieht schon irgendwie ein bisschen seltsam aus. Geh mal und red like mit in the movies. The village is full of them. They shot Tinhe and took Hemen, and I decided to sneak away. But there are more of them here. You will sneak up on them and shoot them, right? Richtig. Und dann haut er ab. Nee, das ist zurückgehen. Wo ist der andere? Der Idiot. We will do. Der ist hier stehen geblieben. Bist du doof? Schick den mal rüber hier. Ja, das kannst du aber wohl meinen. Oh. Warte On mal. My way. Hier ist Rückzug Dorf. Da gibt es ein Dorf. Nein, nicht dahin. As you wish. Jetzt müssen wir nur noch auf dem Epi bleiben. Hallo? Ich musste noch was in der Ecke stellen hier. An so einem Baum. Alright. Da würde ich jetzt nicht mehr hingehen an deiner Stelle. Na, I have super. Spotted a thing that wants an investigate. Soll ich rechts oder linke Flanke machen? Rechts ein Kräuter, dann kann... Ach nee, du hast keine... Nee, warte, dann sammel ich die lieber ein, weil du hast ja eh keine... Let's go for a walk! Ja, ich hab... Aber der Steroid hat eben einen eingesammelt. Ich nehme mal die plünder mal was hier, ne? Ja, hier links kannst du. Hab ich schon, ja, hab ich schon bei. Also was zum Heilen auch. Ich geb das mal... unten in den Truppenvorrat, aber da haben wir schon 42 jetzt. On my way. Wait. Isn't that an enemy over there? Moment, enemy, wo sieht der jetzt enemy? Feind? Hallo? Hier rechts sehe ich einen Feind. Ach da, der guckt nach hier oben hin, weißt du? Und sagt, ist das nicht ein Feind? As you wish. Und der Feind ist hier rechts. Also, what is taking Bastian's boy so long? I think I heard more gunshots. They were supposed to just sneak past the guards and kidnap the bitch. Take it easy. They probably sneaked in, then shot them. Then I guess maybe they shot some more of them or... Huh? Ah, shit. Time to dispatch some evildoers. Intruders, alarm! War ich das jetzt? Warst du das jetzt? Nein, ich war das wahrscheinlich. Wieso kommen die von da oben jetzt runter? Ihr Schweine! Also oben ist ein Scherge, der ist da hinten. Das sind zwei. Und zwei sind, sind die bei dir? Moment, nee. Barry, du bist der Sprengstoffexperte, ne? With certainty. Hä? Ich bin hier hinten noch. Yes, that was efficient. I am pleased. No, evildoer can stand before you. For you. Ich glaube ja. Ja, das ist so geil. Ich weiß, warum ich Sprengstoffexperte mitnehme.
Aber da oben sind noch zwei. Also die hier vorne sind, denke ich mal, auf jeden Fall. Ja, den einen kannst du plündern. Ich komme da jetzt gar nicht hin. Warte mal, ich kann hier. So. Den einen kann ich plündern. Der hat eine Pistole. Die nehme ich jetzt mal einfach mit, weil das scheint... Nee, der hat keine Pistole. Die kann ich gar nicht mitnehmen, oder was? Guck sie da rein. Egal. So, Moment. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Die anderen sind da oben. Die sollten erstmal ein bisschen runterkommen, würde ich sagen, ne? Yes. We need to be careful and position. Also ich versuche immer seitlich zu flankieren mit dem Steroid, aber ich konnte nicht weitergehen. Also ich glaube, wir müssen den Zug beenden, ne? I will watch over our party. Du kannst unten auch auf Überwachung gehen, ne? Dann kannst du einen Bereich auswählen. Wo ist denn mein Dritter jetzt? Achso, hier. Ja, habe ich schon gedrückt. Ja, jetzt bin ich nur, muss ich warten auf dich. Okay, will do. Überwachung. Zack. Ja. Er kommt runter. Wir müssen ja eigentlich runterkommen. Ist in der Überwachung drin, wird beschossen von deinem. Noch. Oh, das ist eine optimale. Warte mal. Let's move out! Der ist. Ich glaube, der ist tot da oben, ne? Oder? Ich hab's jetzt gerade gar nicht gesehen. Ja, der ist. Der ist umgekehrt. Oder? Ich glaube, der ist aber noch nicht tot. Ich glaube, der ist. Hab ich mich jetzt gerade schon. Also den habe ich jetzt. Oh fuck! Sag doch, dass du weitermachst. Ich war gerade nach unten am Boden. Ja, der ist jetzt auch Geschichte. Ja, aber der oben, glaube ich, blutet geradeaus oder so. Der liegt da so komisch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Weil die noch nicht Entwarnung gegeben haben, weißt du? Ich krieg mal den Steroid dahin. Warte mal. Kalina hier. Und Grizzly soll ihm die Rück. Nein! Ach, jetzt geh doch nicht zurück, Mann. Grizzly. Aber du kannst dich frei bewegen, oder? Ja, ja, Grizzly soll jetzt. Nee, der ist tot oben. We're moving? Hast du den anderen gelootet? Ja, ne? Nee, ich guck grad hier unten, dass ich das mal eben plünder. Eine neue Drahtschere, sehr schön. Sprengkörper, Sprengkörper, Sprengkörper. Kann ich, wieso kann ich das nicht zu ihm geben? Oh, das ist doch. Zu allen kann ich es auch. Aber für sie kann ich es. Ich muss die Logik nicht verstehen, dass teilweise Leute die Sachen nehmen können, teilweise nicht. Geh noch nicht über die Brücke, weil da ist was. Also, da sind Gegner. Ich bin noch vor der Brücke. Hast du hier oben was geplündert? We're moving? We're moving. Ja, eigentlich meine ich da. Also, den Typ konnte ich nicht plündern. Hm. Hier müssten theoretisch auch Feinde sein, hier unten in einem Lager. Jetzt ist das natürlich so eine blöde Sache, da rüber zu kommen. Ich weiß nicht, ob da oben jetzt einer steht. Lager? Wo redest du jetzt von? Das Lager ist ja auf über die Seite. Brücke drüber. Kalina ja, da hier. Sind auch Feinde, sehe ich doch schon. Nee, sind nicht. Aber es ist keiner auf dem Wachturm. Also, ich weiß, ich schicke mal einen vor. Ja, aber dann greifen alle an und dann stehen die anderen hinten. Das ist blöd. We have agreement. Should we take it? There is a villain here. Da ist ein Schurke. Ah, oben. Ich sehe, oben ist ein Schatten. Oh, da ging einer. On my way. We're moving? We're moving. Da oben jetzt keinen gesehen. Hier unten ist einer. Oh, da sind mehr. Grizzly plündert mal eben was. Hä, wieso ist der oben jetzt? Ah, ich kann mit Kalina nicht. Time to dispatch some evildoers! Hä, wieso haben die das jetzt? Enemy spotted! Ach, Kalina wurde entdeckt. Ja, aber ich konnte nichts machen irgendwie. Ich habe alles angeklickt, aber. Oh, Scharfschütze. Oh, der hat Kalina böse erwischt. Hey, that hurt! Oh, oh. Richtig, Kalina. Richtig, Schätzchen. Ich hab den und den Scharfschützen treffe ich von hier oben nicht. In my sights. Du sollst dich rächen! Oh, das hat ja super geklappt. How can I assist? Nee, das war Barry. Und, oh fuck, wir haben eine scheiß Position hier. Ready to do stuff. There you go. Glad to be of use.
Mobiler Schuss. I will shoot at enemy when available. Nee, die sind so in Deckung. Die müssen woanders hin. Das geht so nicht. Ich weiß nicht, wo du überhaupt bist. Ich bin auf dem Turm oben, aber ich erwische die von hier nicht. Aber ich komme ja auch nicht weg. Ich kann mit dir nirgendwo hin hier. Du kannst dich hinter die Dinger stellen hier. Hinter die Bäume. Mann, ich komme von dem Turm nicht runter. Ja, weil der eine jetzt im Weg guckt. MD ist hier 2 Stunden am Verbinden. I feel there is good magic in this bandage. I will take the fight to them! Wir schießen jetzt gerade überhaupt nicht. Ich krieg hier gar nichts mehr mit. Oh. Looks like I'll die here. Ihr Schweine, das ist ein Sanitäter. MD ist verletzt. Going there? You mean right now? Hey, ich treffe überhaupt keinen von dem Turm aus. Yes? Gibt's doch nicht. Wieso zeigt er mir... Hallo, du sollst mir das anzeigen? Die Frage ist, kann ich den jetzt von da aus treffen überhaupt? This should do it. The villain is helpless before me. That was so cool. Den einen hab ich. I wish I could shoot like that. Der hier vorne war. Hä, ich dachte, sie hat jetzt das zweite Mal geschossen. Nee, ich habe zweimal geschossen. Oben mit Steroid, der hat den getroffen. Aber jetzt muss ich gucken. Kann ich irgendwo hin mit dem? Moving, as of this moment. Genau. I have good odds of hitting enemy. Du kannst, wenn du die anvisierst, auch rechts klicken, bis zu so einem gelben Kreis. Und mit dem Kreis, einen hier überhaupt nicht mehr runter von diesem Scheißturm. Das ist so blöd. Kann ich auch nicht mehr runter? Mit ihr auch nicht. Ja, ich kann nichts mehr machen. Wie kann man die Überwachung einschalten? Ich bin jetzt rausgeklickt. Das war unten relativ rechts, also mittig rechts so. Verbinden, Überwachung. Kann ich nicht einschalten. Warum? Ja, dann hast du mit dem schon was gemacht. Ach so, ja, AP habe ich nicht mehr. Ne, ich hab auch keine APs mehr. Oder? Ne, der hat auch keine mehr. Dann muss Time ich auch for a last stand. Du musst auch nachladen. Zum einen. Very ungern. Ja, wie machst du das? Unten links, wo dieser Pfeil mit dem Kreis, sag ich mal, ist. Da kannst du dann nachladen. Aber es kostet halt entsprechend auch AP. Das ist so nervig. Kalina hier. Schutz. Wo ist denn da der Pfeil mit, ne? Also bei mir steht nur Einzelschuss. Alright. Freies Zielen. Mehr kann ich nicht machen. Du kannst hier nachladen. Da. Ah, ja. Oh nein, wieso hat die jetzt keine AP mehr? Enemy has good visibility. Das war's, alle haben nachgeladen. Plündern. It is locked, but I can make it be not locked, if you are understanding my meaning. Ja, dann mach das auf. Hallo.
Brechstange. Ja, ich habe doch eine Brechstange mit ihr. Ich habe eine, glaube ich, oder? Hä? Ich habe zwei Brech... Ach nee, nee, ich habe keine Brechstange. Jetzt weiß ich auch, wofür die Brechstangen sind. Ich dachte, die sind zum Angreifen. Ich hack mal eben hier. Da haben wir Geld für gekriegt, 500. Aber wir alle. Are there any sweets for good little girls? Okay. Ich brauche ein Schlosserwerkzeug mit bei mir. Teile. Teile werden später noch wichtig. So. Warte mal, haben wir hier sonst noch irgendetwas? Technik. Altmetall gefunden. Altmetall? Ja, das waren die Teile. Ich konnte das aufmachen. Da ist ein Gewehr drin, eine AK-47. Kannst du die irgendwo reintun? Die kann ich. Sure. Kann ich nicht in den, kann ich in irgendeinen Rucksack von Steroid, Kalina? Ich kann die nicht zu dir geben, ne? Michael hier. Kann die auch nicht bei Christi? Doch, bei Christi kann ich sie reintun. Aber warum hat Christi die dann? Christi, brauchst du sowas? Das ist doch völlig überzogen. Na komm, also du hast gesagt, du stehst auf Christi, ne? Also, dass du den cool findest. Nein, er sieht cool aus irgendwie, aber die Stimme passt überhaupt nicht zu dem. Also von der Optik, würde ich mal sagen. So, kann ich nochmal? Kann ich. Wie bei voller Gesundheit? Der ist nicht bei voller Gesundheit. Nee, da die sind ganz schön verletzt, beide. Also MD ist fast... For medical assistance. Ich lasse mich hier oben gerade mal ein bisschen verarzten. Ja, wo? Jetzt kann ich nicht mehr verarzten. MD present. We move with certainty. Ja. Ich meine allerdings, sure, dass es das für diesen Bereich auch war. Ja, das. Da müssen wir aber erstmal gucken hier. Aber das war doch kein Dorf. Ach nee, Dorf war das nicht. Nee, da wollten wir hin, aber da kamen wir ja nicht hin. Ja, das war aber hier vorne der Dorfpunkt. Da können wir hingehen. Ja, warte. With certainty. Ach, der ist so am Schleichen, deswegen braucht er so lange. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier mal kurz einen kleinen Cut machen. Wir sind nämlich schon fast bei einer Stunde. Und dass, bevor der EP jetzt gleich abgehauen ist, sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.